auch hier bei diesem Stück, wir verteilen ja immer verantwortungsvolle Tätigkeiten an euch. Das, bei dem Stück müsst ihr ein nicht so hartes Hey. Nicht so ein Hey. So ein Hippie-Hey. So ein Hippie-Hey. Zärtlich. Hey. Ein zärtliches Hippie-Hey rufen. Wir sagen euch wann. Und jetzt geht's los. Ein frauenfeindliches und so weiter. Ja, ein bisschen Mut könnt ihr beweisen. Sehr schön. Was die Haare, sonst sah es nicht viel anders aus. Mein Bravo-Poster von Duran Duran begann mir langsam auf den Geist zu gehen. Und ich wartete dann auch nicht länger auf Antwort vom Bete-Bubu-Sänger. So reifte das Mädchen langsam zur Frau. Von der Romantik hin zum gehen, wenn sie auf einem Telefonbuch stehen. Achtung! Achtung! 1, 2, 3, hey! Dann lenkt dich mein Flehen auf Kurt Cobain. Außer Cocaine konnte ich nichts verstehen. Den Sänger von Bush, den wollte ich mir schnappen. Dann Gwen Stefani ging auch er durch die Lappen. Und dann George Michael, doch da gab es Grenzen aufgrund geschlechtlicher Präferenzen. Und im Rossner Mazzotti, auf Deutsch, da heißt er ja auch nur Geiler Jägermeister! So ändert sich Leben, manchmal der Stil. Vom großen Gefühl zum groben Gewühl. Vom Schmusespindchen zum Bohlenlöntchen. Dieter Bohlen. Ist ein frauenfeindliches AC/DC-Stück. Er garantiert Intellekt, freier Brot, Alarm. Von Typen, die im Schrank nicht alle Tassen haben. Ja, ich will und da führt kein Weg zurück. Ein frauenfeindliches AC/DC-Stück. Von Machos, die einem bis zur Schulter gehen, wenn sie auf einem Telefonbuch stehen. Und sonst sowas. Für mich sind Prince und Justin Timberlake der Fruchtzwerg oder das kleine Steak. So geil für manche Robbie Williams ist. Mein neues Hobby heißt Williams Fist. Und statt auf das Ziele im Betthänger stehe ich auf massive Schwimmhead-Bänger. Stopp, stopp, stopp! Was denn? Leute, das ist viel zu viel Information, Mann. Es ist Sonntagabend. Und es das ist Weihnachtszeit. Auf zu engem Raum. Können wir das nochmal langsam so mitschreiben haben? Kann ich machen. Am besten noch auf Schwäbisch. Auf Schwäbisch. Heider Sack auf Schwäbisch. Na gut. Friedberg ist bestimmt irgendein Partner. Konzentration, Leute. Ich probiere es aus. Massive Schlingel.
Schulter gehen, wenn sie auf einem Telefonbuch, wenn sie auf einem Duckburger Bierkasten, wenn sie auf einer Feuerwehrleiter stehen. Ladies and Gentlemen, an der Gitarre, Mr. Jockey Becker!